Moin Moin zur Geekschau, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Moin, Servus. Und wie wir es gerade schon sehen, wir haben heute Besuch von Microsoft und es geht um Windows 10. Bei uns ist der David Asnevis. Moin Moin. Hi zusammen. Servus. David, stell dich David? doch mal vor. Ja, also wir haben ja jetzt schon einmal Geeksprech gehabt und es ist mir wieder immer eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Also mein Name ist David Dasnevis, ich bin PFE bei Microsoft für PowerShell, Windows 10, Windows 10 Migration und auch zum Teil Security-Themen. Und heute wollen wir drei uns mal das 17.03 anschauen, das Windows 10 17.03 und die wichtigsten Features. Ich habe jetzt mal eine sehr umfangreiche Sammlung zusammengestellt, um mal so ein paar Sachen zu beleuchten. Sehr schön. Legen wir Los direkt los. geht's. Ja, dann starten wir. Erstmal fange ich an mit dem Windows Configuration Designer. Also die Kollegen oder die Personen, die mit Packaging, mit PPKG-Dateien schon ein bisschen gespielt haben, die werden den Windows Image Configuration Designer kennen. Mit dem lassen sich Pakete erstellen, wo wir unter anderem Konfigurationen, Provisioning und viele andere Sachen direkt integrieren können. Der Vorteil davon ist, dass der User selber, der jetzt so ein PPKG ausführt, nicht mal Administrator sein muss. Das Ganze aber als im Systemkontext durchgeführt wird. Das heißt, dass auch entsprechend, wenn wir PowerShell-Skripte da legen würden, Sachen durchgeführt werden können, die höhere Rechte benötigen. Und PowerShell-Skript ist ein wichtiger Begriff. Man kann unterschiedliche Sachen damit machen. Das heißt Provisioning. Ich kann ein Gerät mit einer gewissen SKU ausstatten. Das heißt entweder Enterprise oder Professional-Version. Ich kann das Ganze automatisiert ins AAD mit reinnehmen und so weiter und so fort. Und hier sehen wir jetzt schon die Änderungen. Die erste Änderung ist, dass das I rausgeflogen ist für Imaging. Das heißt, diese Funktion wird es ab 17.03 nicht mehr geben, weil sie nahezu gar nicht von unseren Kunden genutzt wurde. Das Ganze ist als Windows Store App in unserem Windows Store zu finden. Wir sehen es hier. Und ich habe sie bereits schon runtergeladen. Das tue ich mal weg. Und starte sie mal schnell. Da haben wir ihn. Und so sieht der Ganze normalerweise aus, wenn ich ihn starte, Windows Configuration Designer. Und ich kann hier mir unterschiedliche Sachen auswählen, um die Geräte hier zum Beispiel zu provisionieren. Das heißt, ich habe Provisioning Desktop Devices. Dafür, das habe ich jetzt bereits schon einmal gemacht. Habe da mal drauf geklickt. Dann fragt er mich, ob ich ein neues Projekt anlegen möchte. Habe ich ja gesagt. Das Ganze habe ich jetzt sehr finderisch Projekt 1 genannt. Legen wir hier los. Wie soll das Gerät heißen? Was für ein Project Key sollen wir einsetzen? Da haben wir auch wieder den schönen Vorteil von Windows 10. Alle SKUs in einem. Heißt, ich kann hier einen Professional Key hinterlegen, dann ist das Windows 10 Professional am Ende. Oder ich hinterlege einen Enterprise Key und dann wird es zum Enterprise. Dann kann ich hier Netzwerk konfigurieren, automatisch WLAN schon vorgeben. Ich kann hier Account Management durchführen. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt automatisiert in AD übernehmen lassen oder ins AAD übernehmen lassen. Und das Ganze können wir jetzt hier über sogenannte Bulk-Token-IDs durchführen. Das ist auch eins der neuen Features, wo ich jetzt Geräte per Bulk ins AAD nehmen kann. Das ist ja tatsächlich auch das, was wir in der Vergangenheit immer vermisst haben und kritisiert haben, dass Richtig. das ja immer noch ein manueller Prozess war, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann würde man jetzt sich hier einmal durchklicken, könnte theoretisch noch Applikationen hinterlegen, Zertifikate hinterlegen, zum Beispiel Code-Signing-Zertifikate für PowerShell oder dergleichen. Und am Ende wird die PPKG-Datei hier herausfallen. Und die könnten wir dann entweder manuell auf den Geräten applizieren oder auch direkt per Management auf die Geräte applizieren. Also als Beispiel wäre, man könnte direkt das Ganze in das Image einbetten lassen über den OEM. Das ist eine Möglichkeit, die man da fahren könnte. Und wird dann entsprechend die Geräte schon vorgebaut, vorkonfiguriert bekommen, was das ganze Thema natürlich sehr spannend macht. Das heißt, der Hersteller, also das Unternehmen fragt quasi beim Hersteller, HP, Dell, was auch immer, Lenovo an, hier, wir wollen eine Charge von, keine Ahnung,
1000 Clients und man könnte damit quasi, also könnte das, was hier als Provisioning Package rauskommt, dann dem Hersteller übergeben und der Hersteller würde genau diese Vorkonfiguration schon auf den Clients durchführen und dann kann man die quasi aus der Schachtel ziehen und direkt loslegen. Ist das so richtig? Das ist exakt richtig. Und das ist auch eigentlich das Ziel, um das Ganze wirklich als Bulk Enrollment zu machen. Das spart den Kunden viel Zeit und das sorgt natürlich für eine kontinuierliche Qualität, weil wir überall das gleiche Paket haben und überall die Einstellungen schon alle vorher gesetzt worden sind. Der Hersteller kann auch schnell prüfen, ob das PPKG sauber gezogen wurde. Das heißt, sind die Geräte so, wie sie sein sollen. Und dann kommen sie direkt beim Kunden, also bei dem Mitarbeiter an, wo sie ankommen sollen. Er packt sie aus und kann es direkt benutzen. Ist aber so in gewissermaßen eine Kampfansage gegen das klassische Client-Deployment. Das ist richtig. Wir entwickeln uns weiter. Also im Bereich. Ja, man glaubt es gar nicht. Aber das ist ein Punkt, wo wir natürlich uns stark verbessern müssen, um das AAD Bulk Enrollment auch, ich sag mal, zentralisiert ordentlich verbreiten zu können. Aber auch seitens MDM gibt es immer weitere Entwicklungen, die von den normalen Deployment abweichen. Das heißt, da haben wir mittlerweile auch einige Änderungen, um Geräte deutlich angenehmer, deutlich leichter zu managen und mit Intune zu managen. Stichwort Intune on Azure. Und falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, solltet ihr unbedingt einen Blick darauf werfen. Das ist auch auf einer Webseite, aber mit dem alten Intune nicht ansatzweise zu vergleichen. Ich erinnere nochmal, das alte Intune, Silverlight. Oh ja, böse, böse. Lassen wir mal unkommentiert so stehen. Und das Neue wandert halt direkt ins Azure rein, wo wir halt die Gruppentechnologien, die Groups, die Filtertechnologien vom Azure direkt mitnutzen können. Und da wächst es aktuell sehr stark. Das ist zwar jetzt überhaupt noch gar nicht in der Agenda drin, aber kannst du irgendwie was schon mal dazu sagen, wie ein Unternehmen heute, wenn sie zukunftsorientiert ausgestattet sein soll, ihre Clients joinen sollen? Also AD, Azure AD. Das lässt sich nicht ganz pauschalisieren. Man muss natürlich erstmal die Frage stellen, wie groß ist der Kunde? Wie haben sie es vorher gemacht? Und in welche Richtung wollen sie gehen? Wir haben unterschiedliche Produkte, die damit einspielen. Also eins, das Paradeprodukt, SCCM. Man hat damals immer, also damals sage ich jetzt schon, mit SCCM die Geräte deployed, vorprovisioniert, per GPOs das Ganze gemanagt. Und alles versucht on-premise zu halten. Und es gibt immer auch noch Kunden, die versuchen alles on-premise zu halten, worüber man sich natürlich streiten kann. Dann gibt es die komplette Azure-Welt, MDM. Das heißt, da wäre Intune on Azure der Weg, den man einschlagen würde. Der Nachteil von Intune von der damaligen Version, von der webbasierten Version, war, naja, Silverlight auf Web möchte man nicht haben. Die Alternative ist, das Hybride zu nutzen. Das heißt, man bettet das Intune ins SCCM ein, hat eine Administrationsoberfläche, kann Geräte entweder bei SCCM provisionieren oder über Intune provisionieren mit den SCCM-Bordmitteln. Wir sehen aber jetzt aktuell sehr viele Kunden, die von der hybriden Version wieder weggehen und sich nahezu komplett auf Intune on Azure bewegen. Hintergrund ist, die Nachteile von der Intune-Webseite hat man nicht mehr. Das Management ist gegeben. Und mit MDM lassen sich nahezu alle Sachen abbilden, wie auch auf der On-Premises-Welt. Die Policies von MDM sind mittlerweile so stark gewachsen, dass sie den GPOs in keinster Weise hinterherstehen. Und das ist auch, ich sag mal, ein langfristiger Weg, wo sich viele Kunden hinbewegen werden und natürlich immer entscheiden müssen, GPO versus MDM und natürlich versus DSC, also Desired State Configuration. DSC ist euch ein Begriff. Ja, haben wir sogar eine Geek-Sprechfolge zugemacht schon. Oh, Ja, könnt ihr Vorbild. nachhören. Sehr gut. Also unbedingt DSC sich einmal mit beschäftigen. Insbesondere dann interessant auf Serverebene. Das heißt, wenn ihr viele Server auf einmal konfigurieren wollt oder zentral konfigurieren wollt,
ein sehr guter Weg, das zu tun. Hierzu unbedingt von der PowerShell-Konferenz Europa 2017 den Talk von Raimund André anhören. Die haben das Ganze bei der BMW gemacht für Domain-Controller, für hunderte Domain-Controller. Man hat ein Gerät, ein PC, ein Server, wo man die Konfiguration pflegt, also mehrere Konfigurationen, und die dann rauspusht auf alle Server, auf alle DCs, die alle dann den Stand haben, wie man es haben will. Jetzt haben wir drei Technologien zum Konfigurieren. DSC, MDM, GPO. Wann nutze ich was? GPO bleibt natürlich weiterhin im Rennen. Er wird schon oft gefragt, hey, wie sieht's denn aus? MDM löst es irgendwann GPOs ab. Das kann durchaus passieren. Heute ist das auf jeden Fall noch nicht der Fall. Das heißt, MDM und GPOs würde ich gleichermaßen ungefähr den gleichen Wert, das gleichen Wert zuwenden. MDM-Policies für Azure-nahe Geräte und GPOs für On-Premises. Das heißt, wenn ich eine sehr sichere Umgebung habe, ich möchte nicht in die Cloud oder ich habe politische Gründe, nicht in die Cloud zu gehen, dann bleibe ich bei meinen GPOs. Wenn ich mich aber Richtung Cloud bewege und auch den Next-Generation-Client bauen möchte, der langfristig überall übers Internet managebar ist und steuerbar ist und die Personen nicht immer ins Office fahren müssen, um Updates zu bekommen oder den VPN benutzen müssen, dann würde ich MDM wählen. Und DSC ist in Anführungsstrichen ein Nischenthema für Server und für Container, also nicht für das normale Client-Device, sondern da wirklich dezidiert für Server-Themen und um Container entsprechend vorzukonfigurieren. Also viel Auswahlmöglichkeit für die Zukunft. Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, was noch alles in dem Bereich kommen wird. Aber da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal in Anführungsstrichen die Qual der Wahl. Es bewegt sich aber alles tendenziell Richtung MDM oder Hybrid. Heißt, ich habe entweder hybride Szenarien, wo die Hälfte der Geräte MDM gemanagt ist, die andere Hälfte ist noch per GPO und per SCCM gemanagt, oder es bewegt sich sogar komplett dann Richtung MDM managed. Wir zum Beispiel als Microsoft bewegen uns aktuell auch sehr stark Richtung MDM. Also mein Gerät, was ich aktuell benutze und wo ich gerade präsentiere, ist mein Gerät zu Hause, und das ist AAD Joint. Genauso wie mein Laptop mittlerweile AAD Joint ist. Das heißt, ich kriege keine GPOs, sondern ich kriege MDM Policies. Und die Erfahrung, die ich jetzt habe, ist, es verhält sich genau so wie vorher auch. Es tut, die Policies kommen, sie decken sich mit den vorherigen Sachen und das Gerät funktioniert einfach. Gut, dann springen wir mal weiter. Jetzt haben wir ein bisschen ausgeschweift zu MDM und GPOs, was aber auch ein wichtiges Thema ist. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, Start in Taskbar. Über MDM war es nämlich vorher gar nicht möglich, die zu konfigurieren, und die Policies sind jetzt nachgepflegt worden. Das heißt, hier sehen wir auch die Bewegung Richtung MDM. Also es werden immer mehr und mehr Sachen adaptiert, und teilweise gibt es sogar Punkte oder Einstellungen in den MDM-Policies, die mit On-Premises-Lösungen gar nicht abzubilden sind. Eine von denen, die ich ganz stark nutze, ist AutoVPN. Ich habe zwei VPN-Clients. Einmal den typischen Microsoft IT VPN-Client, vergleichbar mit Cisco, Checkpoint heißt er, glaube ich, der sich einwählt. Zweitens habe ich aber auch den Auto-VPN-Client, der über die MDM-Policy verteilt wird. Und der schaltet je nach Applikation und je nach Aufruf dezidiert VPN-Tunnel für diese Applikation ein. Heißt, ich kann Application-Based VPN damit konfigurieren und kann auch konfigurieren, welche Applikationen überhaupt einen VPN-Tunnel aufmachen dürfen, welche nicht. Der Auto-VPN startet beim Hochfahren automatisiert, das heißt, man kriegt es gar nicht mit. Sobald man ein Netzwerk hat, startet er sich, dann steht er auf Connected. Und ich habe keinen Impact dadurch. Der Vorteil dadurch ist, der gesamte Datenstrom läuft jetzt nicht mehr über einen VPN-Client, sondern nur, dass wirklich drüber laufen muss, was ein enormer Vorteil ist.
Das ist richtig. Und hier sehen wir das Ganze, dass sich hier alles Richtung auch MDM weiterentwickelt, wo jetzt auch die Start- und Taskbar im MDM-Policies abgebildet werden. Das nächste Thema, ganz wichtig, MBR to GPT-Exe. Ich habe ganz viele Fragen dazu schon gehört. Und ich glaube, das Beste ist, wenn wir mal kurz anfangen, warum denn dieses Thema entstanden ist und wieso das so wichtig ist. Windows 7 haben wir BIOS, nutzen wir BIOS. Das heißt, wir haben Geräte, die aktuell auf BIOS laufen oder die BIOS und UEFI haben und im Legacy-Mode laufen. Heißt, die Festplatte haben wir unter Windows 7 als MBR formatiert. Nun ist es aber so, das haben wir ja auch im letzten Geek-Sprech schon im Detail besprochen, es ist sehr wichtig, dass wir mit Windows 10 auf UEFI wechseln. Ah, ich sehe gerade, wir haben einen schönen Schreibfehler drin, but can. Gibt Schlimmeres. naja. Denn von UEFI haben wir ganz viele Abhängigkeiten. Durch UEFI haben wir die Möglichkeit, Secure Boot zu aktivieren. Durch Secure Boot haben wir Abhängigkeiten wie den Credential Guard oder das die Virtualization-Based Security, die wir dadurch aktivieren können. Oder kurz gesprochen, um das Ganze ganz zu vereinfachen, Windows 10 setzt zwingend UEFI voraus. Es ist keine technische Voraussetzung, es ist aber eine logische Voraussetzung. Es macht nur Sinn, wenn man auf Windows 10 ist, direkt auch UEFI einzusetzen. UEFI hat aber die Abhängigkeit, dass es mindestens dass es GPT formatiert sein muss. Das Problem ist aber gewesen, wenn man von MBR auf GPT die Partition ändern möchte, muss man das Gerät neu installieren. Zumindest war das immer so. Deswegen ist jetzt dieses Tool hier entstanden, was nichts anderes macht, als die Partition zu ändern. Man kann das Ganze dann in einer Tastsequenz abbilden, schaltet danach den BIOS auf UEFI-Mode um, UEFI-Only, aktiviert den Secure Boot und hat direkt ein vollumfängliches System mit UEFI, mit Secure Boot aktiviert, ohne die PCs neu zu formatieren. Kannst du kurz beschreiben, was Secure Boot ist? Secure Boot ist eine Technologie, wo beim Hochfahren alle unterschiedlichen, ich sag's jetzt mal, Instanzen validiert werden, ob sie noch integer sind oder manipuliert worden sind, oder manipuliert werden. Beispiel, also am angreifbarsten ist ein System, wenn es noch nicht hochgefahren ist. Nehmen wir mal den Bootloader an. Beim Bootloader könnte ein gewiefter Hacker jetzt den Bootloader so manipulieren, dass beim Hochfahren automatisiert seine Schadsoftware mitgeladen wird oder etwas beeinflusst wird, und Secure Boot unterbindet das. Das heißt, wir stellen sicher, dass nach Anschalten des Computers bis zum hochgefahrenen Betriebssystem, wo dann die Built-in-Security-Features arbeiten, alles sauber noch dem vorherigen Stand entspricht und nicht manipuliert wurde. Dann, ganz wichtiger Punkt habe ich da drauf geschrieben, don't do on purpose. Ja, ich habe dieses Tool. Wofür gibt es das? Um bestehende Windows 10 Geräte, die fälschlicherweise mit BIOS verteilt wurden. Wir haben Kunden, die haben Windows 10 genauso behandelt wie Windows 7. Ihr kennt das wahrscheinlich. Oh ja, oh ja. Und da wurde auch nicht auf Hardware geschaut, da wurde auch nicht großartig nach Anforderungen geschaut. Das Ganze wurde paketiert, verteilt. Und gut ist. Und dann läuft BIOS drunter, dann läuft GPT und dann erfährt man auf einmal von einem ganz bösen Microsoft PFE, naja, ohne UEFI braucht ihr gar nicht die neuen Security Features alle anschauen, weil die funktionieren eh nicht. Und deswegen für diese Kunden haben wir dieses Tool, um beim nächsten Upgrade das Ganze vorher zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 16.07 deployed habe mit BIOS, bevor ich zum nächsten beim nächsten Upgrade auf 17.03 würde ich das MBR to GPT in der Tastsequenz anschmeißen. Ich würde vorher den BitLocker pausieren, MBR to GPT laufen lassen, dann UEFI aktivieren, UEFI konfigurieren über die entsprechenden Herstellertools.
UEFI updaten, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr auf UEFI umstellt, müsst ihr natürlich sicherstellen, dass es kontinuierlich abgedatet wird. Und dann erst das Upgrade durchlaufen lassen und dann nach dem Upgrade die zusätzlichen Sicherheitsfeatures anschalten, die man dadurch gewonnen hat. Und dafür ist dieses Tool entstanden. Super sinnvoll, aber bitte nicht nutzen, wenn man zum Gehen kann. Also wenn ihr plant, auf Windows 10 zu gehen, dann solltet ihr von Haus aus eine saubere Neuinstallation machen. Also wenn ihr von Windows 7 zum Beispiel kommt, und ihr solltet unbedingt darauf achten, dass ihr direkt auf UEFI umstellt und euch das auch erspart. Weil es ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, mit Aufwand, wo ich die Tasksequenz natürlich dann erstellen muss. Und so sieht das Ganze aus, wenn es im Einsatz ist. Relativ plump, also relativ trivial. Das Ganze dauert auch nicht lange, ich glaube 12 Sekunden. Dann ist aus der MBR-Partition eine GPT-Partition geworden. Und dann muss man nur noch auf UEFI umstellen und das Ganze funktioniert. Ganz wichtig vielleicht noch zu ergänzen, bei vielen Devices braucht man, um diese Umstellung zu machen, von BIOS auf UEFI, auch noch Herstellertools von den jeweiligen Hardwareherstellern. Ja, exakt, das ist immer ein wichtiger Punkt. Also um dann auch das UEFI zu konfigurieren, also nehmen wir mal Lenovo, HP und Dell, das sind ja die drei großen. Jeder hat seine eigenen Tools und wenn ich jetzt von allen drei Herstellern Geräte habe, dann habe ich natürlich drei Aufwände, die ich dann abbilden muss, um das Ganze umzustellen. Und das Ganze hätte man sich ersparen können, wenn man direkt auf UEFI gegangen wäre. So, dann kommen wir zu schönen, spannenden Themen. Und zwar Windows Defender Advanced Threat Protection. Bevor ich jetzt loslege mit der Advanced Threat Protection... Erklärst du, was es mit der Katze auf sich hat? Ja... Endlich. Nein. Nein. Okay. Sie sieht cool aus. Nein, also ich habe, es ist eins der beliebtesten Bilder, die momentan kursieren und die Sticker sind auch immer sofort weg auf jeder Konferenz. Aber ich weiß es selber leider auch nicht, wenn es da was mit auf sich hätte. Advanced Windows Defender. Ganz wichtig, der Windows Defender war ja früher bekannt als diese schlechte Malware-Lösung, die man anschalten kann, wenn es ganz interessant wäre, also aber jetzt nicht wirklich als Antivirenlösung gedacht ist. Im Windows 10 hat man den neuen Antivirus-Schutz, der die System Center Endpoint Protection ist, Windows Defender genannt. Erster Fehler, denn gleicher Name. Unterschiedliches Produkt. Dann haben wir jetzt eine weitere Umstellung. Das ist ganz wichtig, dass ich es jetzt nochmal erkläre, weil es hat selbst bei mir für stetige Konfusion gesorgt. Windows Defender ist jetzt nicht mehr der Antivirus, sondern das ist jetzt der Oberbegriff für alle Features, die mit Sicherheit zu tun haben im Windows 10 und Umfeld. Heißt, wenn wir das Ganze mit Office vergleichen, Microsoft Office, im Microsoft Office gibt es Word, Excel und so weiter. Und im Windows Defender gibt es Windows Defender Antivirus, Windows Defender Advanced Threat Protection und so weiter. Windows Defender Application Guard und dann noch eine ganze Menge und es werden auch immer mehr werden. Heißt, Windows Defender ist ab jetzt nur so eine Art Begriff für, okay, das Feature, was danach kommt, ist ein Sicherheitsfeature von Windows 10. Okay, dann legen wir mal los und wir starten jetzt mal mit so einer typischen Vorgehensweise für eine Attacke. Und jetzt haben wir hier so eine ganz, ich sag mal, plumpe, aber sehr effektvolle Attacke, wo wir ganz bequem einfach an zig Leuten eine E-Mail senden. Das wäre dann zum Beispiel das Spear Phishing, also oder Phishing hier, wo ich versuche, die User auf eine böse Seite oder auf ein böses Dokument zu locken. Dann wird ein Skript ausgeführt, der Rechner wird übernommen, es werden Exploits dafür ausgenutzt und dann kommen wir intern weiter mit Pass the Hash. Pass the Hash, der Angreifer schnappt sich die Credentials von dem User, der angemeldet ist und nutzt diese Credentials,
um auf andere Geräte sich anzumelden und versucht dann mit unterschiedlichen Technologien seine Rechte zu erweitern und sich horizontal und vertikal weiter zu bewegen im Netzwerk. Und dann sieht man das ganz schön beschrieben, Endgame. Endgame ist dann in der Regel Daten ausspielen oder etwas kaputt machen. Obwohl eher was kaputt machen ist mittlerweile sehr selten geworden. WannaCry haben wir jetzt gesehen, das war Ransomware, Verschlüsselung. Es geht tendenziell immer um zwei Sachen. Wirtschaftliche Aspekte, das wäre dann Ransomware. Ich versuche mein Opfer zu bewegen, mir Geld zu senden. Und das zweite ist, ich möchte irgendwelche Daten auslesen. Ich habe mir das Ziel nicht ohne Grund ausgesucht. Und ich möchte auch nicht erkannt werden. Also ich mache nichts kaputt, sondern ich sammle mir alle Infos und bleibe so lange im Netzwerk unerkannt, wie es nur geht. In Windows 10 haben wir folgende Verteidigungsarchitektur. Aufgeteilt in Pre-Breach, den linken Bereich, also wie können wir uns gegen Angriffe wehren, wie können wir Systeme abhärten, wie können wir uns davor schützen. Ein ganz wichtiger Punkt hier, nur knapp 50% aller Angriffe arbeiten mit Malware. Heißt, die anderen 50%, selbst wenn ich den besten oder 20 Antivirenscanner auf den Rechner laufen lasse, die anderen 50% werde ich niemals erkennen. Das ist ein wichtiger Satz meiner Meinung nach, um die Leute aufzuwecken, die immer noch denken, ein guter Antivirus und alles ist gegessen. Und ein weiterer wichtiger Bereich ist jetzt der rechte Bereich, der Windows Defender, Advanced Threat Protection, der Post-Breach-Bereich. Heißt, okay, wir bauen eine Mauer und diese Mauer ist sehr hoch. Aber wir gehen auch davon aus, dass es immer noch Leute gibt, die über diese Mauer klettern und möchten diese Leute aber sehr schnell finden und identifizieren, um sie dann wieder nach draußen zu befördern. Das ist der Post-Breach-Bereich. Und der ist aktuell in den aktuellen Security-Bereich sehr stark vertreten und der wächst auch kontinuierlich weiter. Das heißt, die Security-Researcher haben schon erkannt, Post-Breach ist eins der wichtigsten Themen. Heißt, ich muss Logdateien auswerten, ich muss überwachen, ob Auffälligkeiten in meinem Netzwerk sind, ob ein User etwas tut, was bisher nicht getan hat, und einfach Anomalien zu erkennen in meinem Netzwerk, um einen Hacker, der es geschafft hat, reinzukommen, wieder nach draußen zu geleiten. Und da spielt Advanced Threat Protection die wichtige Rolle. Wie läuft die Advanced Threat Protection? Ich habe meine Systeme, die Onboarded Endpoints. Die senden über den Windows Defender, das heißt, das Ganze ist im Defender eingebaut, also in dem Antivirenscanner eingebaut, und senden forensische Daten, Telemetriedaten. Ganz böses Wort, wir wissen es. Oh. Ja. Was fällt unter Telemetriedaten? Technisch gesehen sind Telemetriedaten nichts anderes als Logdaten von Tools, von Technologien, von Applikationen, welche PowerShell-Skripte wurden ausgeführt, welche Kernel-Aufrufe wurden gestartet und so weiter und so fort. Das Ganze wird vorqualifiziert auf der Windows Defender-Seite und in einem gewissen Takt dann in die Cloud gespielt. In der Cloud haben wir dann eine Intelligenz, die nicht nur für ein Unternehmen, sondern für viele Unternehmen parallel arbeitet und wodurch wir Angriffe erkennen und nachvollziehen können. Das heißt, wir haben da ein Portal, das werde ich auch gleich zeigen, wo wir uns das Ganze mal ansehen werden, wie denn ein typischer erkannter Angriff aussieht und wie ich nachvollziehen kann, woher der gekommen ist und was alles passiert ist. Das heißt aber, ja, das Ganze kannst du nicht benutzen, wenn du kein Windows Defender Antivirus nutzt, sondern lieber dein, keine Ahnung, Drittanbieter deiner Wahl, Virenscanner. Du kannst es auch nutzen, wenn du dein Tool der Wahl benutzt. Ich würde
das Ganze aber versuchen, einmal objektiv zu validieren. Also nehmen wir mal den Windows Defender. Ich werde immer gefragt, der Windows Defender, wie schlicht der sich mit anderen Antivirenscannern? Man kann das ja einschlägig nachvollziehen. Es gibt objektive Bewertungsportale, wo Antivirenscanner monatlich gescannt werden gegen bekannte Antiviren, gegen bekannte Viren und gegen auf Heuristik. Das heißt, wie verhält es sich auf neue Viren? Und der Windows Defender schlägt sich dort nicht so schlecht, wie es immer in den PR-Nachrichten dargestellt wird. Das heißt, bitte einmal sich die Zeit nehmen und das Ganze da zu Gemüte führen. Ein Kunde von mir sagte mal, was durch den Windows Defender durchgeht, das geht in der Regel auch durch alle anderen durch. Und das ist auch genau der Fall. Das heißt, wir sind in der oberen Liga über den 90% Erkennungsrate und die tun sich alle nicht so viel. Das Zweite ist natürlich, wenn ich einen Antivirenscanner von einer anderen Marke habe, der kostet natürlich Geld. Das heißt, ich muss das Ganze einmal wirtschaftlich betrachten. Der Windows Defender, der Antivirenscanner ist built-in. Also man sollte, bevor man da, ich sag mal, so gekünstelte Sachen durchspielt, schon validieren, ob das Ganze notwendig ist oder ob man da nicht komplett auf die Microsoft-Lösung umsteigt und die gesparten Kosten für den Antivirus dann ins ATP investiert. Okay? Sehr gut. Hier sehen wir mal so typische Szenarien, die gesammelt Eins werden. noch, Ja, darf klar? ich noch? Ja, klar. Eins noch. Und zwar gerade die Geschichte, was du da vorhin mit der Telemetrie gesagt hast, ist sehr wichtig zu unterscheiden oder zumindest zu wissen, muss man gar nicht unterscheiden, dass es sich nicht dabei um die Windows 10 Telemetrie handelt. Das heißt, das hat nichts mit unseren Security und Full Level zu tun, sondern eben die Telemetrie aus dem Defender selbst, also dieses Programm, wo Telemetrie selbst dann an Microsoft gesendet wird, Ja, richtig? exakt. Ich hoffe, ich habe mich nicht unverständlich eben ausgedrückt. Also ja, es hat nichts mit unserer Telemetrie zu tun, die wir konfigurieren, sondern es ist eine dezidierte Telemetrie. Also ich gehe mal zurück hier auf dieses hier. Und zwar haben wir hier auf der Portalseite, also unsere Telemetrie wird in einen eigenen, in Anführungsstrichen, Container in der Cloud gespeichert, wo nur unsere Daten drauf sind. Und da hat auch niemand anderes Zugriff drauf. Das heißt, diese Daten werden auch nicht benutzt, um damit andere Sachen zu bespeisen oder so weiter. Das heißt, das ist ein gekapselter Bereich. Und das sind dezidiert nur die Daten, die über das ATP, also über den Windows Defender, gesendet werden zu den entsprechenden Geräten. Also genau wie du beschrieben hast, ja, ist auch Telemetrie, aber es ist nicht die Telemetrie, die wir über GPOs konfigurieren, sondern nochmal eine separate. Passt das? Jawohl. So. Dann haben wir hier die Übersicht zu den unterschiedlichen Informationsquellen, so als typisches Beispiel, was alles gelockt wird. Und dahinter verbirgt sich aber viel mehr, und zwar der Microsoft Intelligent Security Graph. Und zwar verbirgt sich hinter dem alles, was Microsoft an Intelligenz zur Verfügung stellen kann. Das ist einmal die Information aus der Bing-Suche, das heißt, was ist aktuell in Bing gesucht worden, wurden irgendwelche Fehler gesucht, dann die Daten aus dem Antivirenscanner, die es in der Fläche gibt, die Daten aus dem Office-Bereich und viele weitere Punkte mehr. Und das bildet alles den Microsoft Intelligent Security Graph ab, wodurch wir uns ganz massiv von anderen Herstellern unterscheiden. Das heißt, wir haben viel mehr Infos, wo die künstliche Intelligenz Abhängigkeiten oder aktuelle Vorgänge erkennen kann und wir auch sofort darauf reagieren können. Also als Beispiel nehmen wir an, ein Kunde hat jetzt einen WannaCry-Attack und das ist der erste weltweit, der darauf läuft. Das Ganze läuft über ein ATP. Der ATP erkennt gewisse Auffälligkeit und meldet anhand von Heuristik,
hey, da ist etwas unschön, der tut etwas, was er nicht tun sollte. Und dann bespeisen wir unseren Microsoft Intelligent Security Graph mit diesen Infos. Als Beispiel, das WannaCry verteilt sich über SMB1 und die Systeme sind nicht upgedatet und die Dateien werden verschlüsselt und heißen am Ende WannaCry, hießen sie, glaube ich, oder OneCrypt. Das Ganze fließt dann in diesen Security-Graphen und sobald jetzt ein anderer Kunde das ATP benutzt und da werden jetzt Dateien auf einmal in OneCrypt-Dateien umbenannt, dann wissen wir sofort, das ist das gleiche Muster. Und dieses Muster wäre dann Indicators of Compromise. Wer hat welche Gruppe oder welche Angriffsszenario wurde genutzt? Das heißt, mit was für Dateien wurden gearbeitet, mit was für IP-Adressen wurden gearbeitet, mit welchen Spoof-Domains wurde gearbeitet, welche URLs wurden benutzt, wurde PowerShell genutzt, welche Befehle von PowerShell wurden genutzt, wurden Kernel-Attacken genutzt, Exploit und so weiteres. Und dann kriegen diese Angriffe von uns einen Namen. Und theoretisch auch sogar werden mit einer entsprechenden Hackergruppe klassifiziert, sodass wir den Hackergruppen unterschiedlichen Angriffen zuordnen können. Und wir sammeln auch die Daten von den Hackergruppen, sodass man als angegriffene Person weiß, okay, wer verbirgt sich dahinter und welche potenziellen Beweggründe könnten die Hacker gehabt haben. Beim WannaCry ist es offensichtlich, Ransomware, Geld. Trivial. Und hier sehen wir dann mal noch so ein paar Beispiele vom Strontium-IOC. Und das Strontium hat zum Beispiel mit DLL-Backdoors gearbeitet, mit diesen DLLs, die da beschrieben sind. Es wurde versucht, Credential-Stealing auszuführen mit den EXE-Dateien. Und es wurden die folgenden Spoofed-Domains benutzt. Und sobald bei mir jetzt im Unternehmen von irgendeinem Rechner so eine Spoof-Domain ausgerufen wird oder Kontakt damit hergestellt wird, würde sofort mein ATP anspringen, würde alle Informationen zu dem Gerät und wie es dazu entstanden ist sammeln und würde mir auch sofort zeigen, okay, da ist ein Angriff mit Strontium, das ist rot und das ist gefährlich. Und hier einmal die Vorgehensweise für Angriffe, die wir bisher noch nicht kennen, wo wir uns anschauen, okay, wie haben sich denn die Angreifer fortbewegt? Das ist insbesondere Aufgabe des Microsoft Response Center. Heißt, wenn unsere MCS Cyber Kollegen, also MCS steht für Microsoft Consultant Cyber Security, MCS Cyber zum Kunden gerufen werden, wenn es einen Vorfall gegeben hat, dann wird nachvollzogen, okay, wie haben sie sich darauf verbunden, was sind die Auffälligkeiten und dann wird ein anonymer Indications of Attack direkt in die Datenbank eingepflegt und bei jedem anderen Kunden, wo das Ganze ausgeführt werden würde, wird das Ganze direkt gewarnt werden. Und hier sehen wir so typische Varianten, die da ausgeführt werden können, zum Beispiel Suspicious PowerShell Invocation. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass eine Attacke natürlich überall sehr ähnlich ist. Oder zumindest die Ähnlichkeiten anhand der künstlichen Intelligenz direkt gefunden werden. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein Angriffsszenario an. Das heißt, wir fangen links an. UTC 621. Eine E-Mail landet in dem Outlook des betroffenen Users. Der User öffnet jetzt clevererweise das Attachment, ohne großartig darauf zu achten, was ist da drinne. Es wird PowerShell aufgerufen von der Install-Exe. Das Ganze sammelt das ATP. Das ATP kriegt mit, welche Prozesse aufgerufen werden und welche Prozesse in welchen Prozessen etwas getan haben. Und seit 17.03 können wir sogar nachvollziehen, ob Prozesse versuchen, in anderen Prozessen zu schreiben und Kernel-Based Attacks, das heißt, wir haben Kernel-Based Logging aktiv, wenn versucht, auf Kernel-Ebene was zu verändern, wird das Ganze auch vom ATP erkannt. Und dann gehen wir weiter.
PowerShell kommuniziert mit einem Server, um was runterzuladen. Dann wird ein Backdoor installiert, der sich beim nächsten Hochfahren automatisch startet. Dann wird Kommunikation mit dieser bösen IP, mit der Spoofed Domain aufgenommen. Und da wissen wir dann Benutzer vom ATP, okay, hier handelt es sich um Neroblaze Attack, das ist eine Spoofed Domain von den Neroblaze. Jetzt kann man auch sogar nachvollziehen, wo ist diese E-Mail noch überall angekommen. Das heißt, ich kann mir in dem Portal anschauen, hey, das ist die und die E-Mail mit der und dem Attachment. Wie hat sich das verbreitet und wie groß ist der Verteilungsradius momentan? Das Ganze schauen wir uns jetzt mal ganz schnell in der Demo an. Fragen bisher? Das ist ein Traum. Ein Traum. Wir sind sprachlos. Sehr gut. Ja. Also technisch gesprochen ist das Feature mein absolutes Lieblingsfeature. Das Einzige, wo ich hier immer und immer wieder auf vehemente Gegenwehr stoße, ist das Thema Telemetrie. Und da rate ich meinen Kunden, redet doch mal Klartext. Lasst euch doch mal das Zentrum zeigen in Redmond. Lasst euch mal die Architektur zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze sicher abgesichert ist, dass auch kein Unfug mit euren Daten getrieben wird. Und wie das Ganze technisch unter dem Bau abläuft. Und dann werden sich viele Fragen wahrscheinlich oder viele Ängste automatisch bereinigen. Das ist ja das gleiche Thema wie beim Thema Cloud. Und wir sehen ja aktuell, dass sich jetzt doch viele Kunden Richtung Cloud bewegen. Und das gleiche Thema hier mit der Telemetrie absolut gleich. So, jetzt haben wir die wunderschöne Übersicht. Sieht schon mal gut aus, oder? Ja, es ist ein Dashboard und Dashboards sind immer gut. Ja, genau. Dashboard kann man immer einen großen Monitor anheften und das sieht immer wichtig aus. So, und zwar haben wir hier die Latest Active Alerts. Das heißt, mit einem Blick im Portal sehe ich sofort, okay, das sind meine letzten Warnungen. Wir sehen hier auch den Impact, Low und Medium und High. Und da sehen wir, da ist jetzt einer High, 10 Medium, 2 Low und 3 Informational. Ich schaue mir natürlich dann auf jeden Fall mindestens die Medium und High an und ich kann mir natürlich auch konfigurieren, bei High und Medium entsprechende E-Mails zu versenden und so weiter. Ich sehe auf einen Blick auch sofort, welche Maschinen potenziell gefährdet sind, wenn es viele sind. Ich sehe den aktuellen Alert Level. Das heißt, hier haben wir jetzt schon auf dieser Maschine 4-mal Medium und 1-mal Severity Low gehabt. Und ich sehe auch den Status des Services, ob der Service selber noch läuft, was auch immer ein wichtiger Indiz ist, ob ich jetzt wirklich akkurate Daten bekomme oder nicht. Jetzt schnappen wir uns einmal hier die Alerts, das heißt, wir haben hier die Alerts Queue und wir haben uns hier die Alerts von den letzten 6 Monaten angesehen und haben hier oben ein Neroblaze Attack. Und alles, was in der Regel da mit großen Balken kommt, ist in der Regel schlecht. Jetzt klicken wir mal da drauf, jetzt schauen wir uns mal an, okay, was ist denn jetzt eigentlich passiert und wer hat uns da versucht anzugreifen? Jetzt lesen wir hier die Description. Ja, okay. Neroblaze hat versucht, Kontakt mit einer IP-Adresse aufzunehmen. Hier unten sehen wir den Alert Process Tree. Das heißt, wir sehen, welche Applikationen aufgerufen, welche Prozesse aufgerufen wurden und von welchem Prozess sie gestartet wurden. Was auch immer wichtig ist, um das Ganze forensisch zu betrachten. Das heißt, WinInit-Exe, Services-Exe ist klar, Windows 10 Unterbau, Service Host auch klar, da haben wir den Edge und da der Edge hat versucht, diese URL aufzurufen und das ist eine Spoofed Domain unserer Neroblaze. Hier unten sehen wir jetzt auch den Incident-Graph. Heißt, wenn sich das Ganze über mehrere Rechner verteilt hat oder wenn mehrere Rechner involviert sind, sehen wir hier die direkten Abhängigkeiten zu dem Ganzen. Hier sehen wir jetzt einen Rechner betroffen. Da wurde die Microsoft Edge geöffnet und da wurden die entsprechenden Aufrufe getätigt. So, jetzt schauen wir uns an. Okay, Neroblaze. Was ist Neroblaze überhaupt? Jetzt klicken wir mal hier auf das Buch. Und dann sehen wir, Neroblaze ist eine Gruppe, die seit 2007 aktiv ist. Jetzt können wir uns hier durchlesen,
was für Interessen die haben, sind die wirtschaftlich motiviert, sind sie politisch motiviert, welche Tools und Taktiken benutzen sie. Diese Daten werden auch von allen Unternehmen befüllt. Heißt, wenn ich jetzt eine zusätzliche Info beim anderen Kunden mir einsammle, dann wird natürlich die gesamte Datenbank für alle Unternehmen sofort im gleichen Zuge aktuell gehalten. Das heißt, ich profitiere auch davon, dass viele andere Unternehmen das benutzen. Gibt es auch oder wird es auch in Zukunft eine Möglichkeit geben, in dieser Datenbank zu suchen, so eine Art Katalog, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Informationen haben möchte zu WannaCry, ohne dass er jetzt selber bei mir aufgeschlagen hat? Ja, ich bin mir aber nicht sicher, wie die UI dafür angedacht ist. Also das Ganze ist angeplant, um sich dann auch proaktiv, weil man sieht hier unten sehr schön, Recommended Defenses. Und nehmen wir mal an, man möchte sich gegen bestimmte Gruppen oder jetzt gegen den WannaCry verteidigen, dann könnte ich mir da auch die Informationen schon im Vorfeld anschauen. Ist aber, soweit ich weiß, heute noch nicht drin. Wird aber dann zwangsläufig kommen. Das Schöne ist jetzt hier Download Report. Jetzt kann ich mal schauen. Jetzt kann ich mir nämlich zu dieser Gruppe den Report anschauen. Und hier haben wir nämlich einen kompletten Report. Ein Traum. Das heißt, wir haben hier für diesen Angriffsszenario, für die Hackergruppe, direkt alle Infos runtergeschrieben als Bericht. Heißt, bei jedem Angriff bei unterschiedlichen Unternehmen werden diese Reports aufgefrischt, erweitert und natürlich mit Informationen bestückt. Und wenn ich jetzt leider Gottes Opfer von so einem Angriffsszenario werde, dann habe ich hier die direkte komplette Übersicht, okay, wer war das, wie macht das, wie war der aktuelle Vorgang und von wo aus steuern die das Ganze und so weiter. Also wirklich sehr informativ und sehr gut, um den ganzen Angriff auch innerhalb von Minuten zu bewerten. Normalerweise, wenn man heutzutage angegriffen wird, muss ich erstmal herausfinden, wo sind sie überhaupt hergekommen, forensisch aufarbeiten das Ganze. Und das Ganze ist hier bereits im Vorfeld getan. Das heißt, die ganze Forensik wird live in der Cloud gemacht und ich kann live darauf reagieren. Ich kann jetzt auch über das Portal auf den Geräten entsprechende Reaktionen darauf absetzen. Das Ganze ist eingebettet im Windows Defender, das heißt, ich habe auch, das Ganze läuft als Systemkontext. Heißt, ich kann jetzt hier entsprechend die Netzwerkkonnektivität des Clients einschränken, den Service killen, Prozesse killen oder das Gerät komplett vom Netz nehmen und sofort ausschalten und herunterfahren, sodass es gar nichts mehr tut. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, den Angriff weiterlaufen zu lassen. Als angegriffene Person möchte man nämlich einige Informationen haben, bevor man den Angreifer die Information gibt, hey, wir haben dich entdeckt. Man möchte wissen, wo wollte der Angreifer überhaupt hin? Was hat er schon ausgelesen? Wie ist er reingekommen? Und was hat er alles seit wie lange ist er schon drinne im Unternehmen und was könnte er alles ausgespäht haben? Und bevor ich jetzt den Angreifer die Information gebe, hey, ich habe dich gefunden, kann es teilweise sogar sinnvoll sein, den Angreifer weitermachen zu lassen. Nehmen wir mal an, der Angriff ist gerade im Gange. Das ist eine Hackergruppe, die ist politisch interessiert und ich möchte herausfinden, worauf hat sie es abgesehen. Dann kann ich Honeypots jetzt dezidiert platzieren oder erstellen oder ich habe meine Honeypots direkt schon platziert und der Angreifer würde in den nächsten Schritten wahrscheinlich in eine der Honeypot-Szenarien, einige der Honeypot-Server attackieren und ich könnte mir überlegen, worauf er es abgesehen hatte, was mir vielleicht für die Zukunft Informationen gibt, um mich noch besser abzusichern. Das ATP. Ein sehr, sehr gutes Produkt von meiner technischen Betrachtungsweise aus und von vielen Security Researchern auch aktuell als State of the Art bezeichnet. Das heißt, es gibt momentan noch nichts, was auf einem ähnlichen Level arbeitet und schon gar nicht mit einer künstlichen Intelligenz, die so viele Informationen beherbergt wie das ATP, was das ATP natürlich sehr stark macht. Und ist eine komplette neue Verteidigungsstrategie.
Sehr spannend. Gibt es denn Konkurrenz auf dem Markt? Also du sagst, das ist State of the Art, aber es gibt doch sicherlich auch noch andere Lösungen, oder? Natürlich, also es gibt Konkurrenzprodukte. Jetzt nach, also mit einer KI, also es gibt welche mit KIs dahinter, aber mit einer KI dahinter, die komplett cloud-übergreifend ist, war nach meinem letzten Stand ATP bisher das einzige. Es gibt aber natürlich noch andere Lösungsansätze. Das Schöne ist aber, dass man da natürlich auch profitiert, weil ich hier meine eigene SIEM-Technologie, das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt schon eine andere Lösung im Einsatz. Das wäre meistens heutzutage ein eigener SIEM. Das heißt, ich sammle mir die Logs von allen PCs ein und dahinter habe ich entsprechende Logik, die validiert, ob die Logs alle sauber sind, ob Auffälligkeiten in den Logs sind und so weiter. Das ganze System könnte ich parallel umleiten auf eine ATP. Das heißt, die SIEM-Daten, ich kann das bestehende System da lassen und parallel von ATP gegenchecken lassen und sammle mir dann die Informationen von der Cloud auch noch ein. Muss man aber aktuell immer sich up to date sein, weil im Security-Bereich, das ist ja aktuell so ein Modethema, verändert sich nahezu täglich die Lage. Und da würde ich empfehlen, sich mal die aktuellen Produkte alle anzuschauen und auch insbesondere, wo ATP sich da platziert, weil ATP ist meiner Meinung nach viel zu unbekannt für das, was es ist und was es kann. Frage beantwortet, Super. einigermaßen? Ja, danke. Ja, danke. Super. Dann würde ich hier einen Haken hin machen. Wir haben jetzt schon 50 Minuten um. Wird heute ein bisschen Überlänge, das Ganze. Windows Defender Antivirus. So, erste zur Verwirrung beigetragene. Der heißt nicht mehr Windows Defender, der heißt Windows Defender Antivirus. Habe ich am Anfang schon erklärt. Und hier haben wir jetzt auch neue Features in Win 17.03. Das erste ist, wir haben eine neue Knowledge Library. Wie viele von euch schon gesehen haben, sind das die Docs, DOCS, wo aktuell sehr viele Informationsanleitungen geschrieben werden und die immer oder sehr, sehr aktuell sind. Also ich sehe teilweise welche, die werden im Wochenrhythmus immer aktualisiert. Credential Guard, Device Guard, die werden nahezu im Wochenrhythmus immer wieder aktualisiert. Und ich kann nur empfehlen, sich dort einmal die aktuellen Informationen anzusehen, denn das, was da entsteht, ist wirklich gut. Ich kenne die ganzen TechNet-Libraries von früher und auch die teilweise berechtigten Einwände meiner Kunden. Da haben wir uns aber sehr stark gewandelt und das ist momentan sehr auf einem sehr guten Weg, was mir natürlich auch immer sehr erfreut, weil ich dann auch Materialien sehr schön an meine Kunden weitergeben kann, die das durcharbeiten, eine Anleitung durcharbeiten und wirklich danach wissen, wie es funktioniert und direkt einsetzen können, ohne dass wir immer überall vor Ort hinfahren müssen. Hier im Windows Defender Antivirus haben wir Cloud-Anwendungen, die wir natürlich abschalten können. Also bevor jetzt wieder alle ein dickes Raunen durch den Raum geht, normalerweise Cloud. So ein typisches Verhalten in einem großen Workshop-Raum. Man kann es nutzen, man muss es nicht. Es macht aber Sinn. Denn ich habe hier die Möglichkeit, das sogenannte Updates to how the Block at First Sight Feature can be configured. Heißt, wenn Heuristik greift vom Agent, vom Windows Defender, wird diese Datei, die potenziell gefährlich ist oder die potenziell als gefährlich erkannt wurde, in der Cloud gegengecheckt. Und man kann dann eine Ebene drunter, Ability to specify the level of Cloud Protection, festlegen, wie stark diese Heuristik greifen soll. Also Low oder High gibt es, glaube ich, momentan nur als Einstufungen. Und das Ganze wird dann in die Cloud geschickt, in der Cloud geprüft. Und je nachdem, wie das Feedback aus der Cloud ist, wird die Datei dann gesperrt oder nicht gesperrt. Das Ganze sorgt natürlich dafür, dass die Heuristik deutlich besser wird. In Kombination jetzt mit dem Windows Defender ATP
kann man sich vorstellen, Windows Defender ATP, wenn es mit vielen Daten bespeist ist, dann steigt natürlich auch die Heuristik an. Denn hier, als kleiner Rückblick, ich habe ja eben über den Windows Defender, über die Effektivität gesprochen. Und beim Windows Defender war es so, in sehr vielen Testszenarien für bestehende Antiviren schneidet er sehr gut ab. Bei der Heuristik haben wir in der Vergangenheit erfahrungsgemäß immer ein bisschen schlechter abgeschnitten als die Unternehmen, die sich halt komplett darauf fokussiert haben. Und um dem entgegenzuwirken oder um da besser zu werden, spielt man jetzt mit der Cloud und spielt die mit rein. Und ich bin mir sehr sicher, dass das ein enormer Zugewinn sein wird. Und wir haben das Windows Defender Security Center und dort auch den Antivirus enthalten. Ich mache es mal schnell auf. Das ist er nicht. Einen Augenblick. So. Da, das haben wir alle gesehen. Neue Veränderung. Unten rechts in der Taskleiste ist jetzt ein Schild drinne. Und hier ist unser neuer Windows Defender Security Center. Und hier haben wir unser Virus und Threat Protection, wo wir das Ganze uns anschauen können. Und das irritiert übrigens die meisten, weil dieses Schild da unten auch da ist, wenn man einen Third-Party-Virenscanner einsetzt. Dann sagt das Defender Security Center aber einfach, Virus und Threat Protection ist in Ordnung, denn du nutzt einen Virenscanner und das ist sehr gut. Die anderen Settings sind trotzdem noch im Security Center zu finden. Im 1, 2, 3. Ja. Die anderen Settings sind trotzdem noch im Security Center zu finden. Und daher ist das Schildchen trotzdem da. Und viele denken dann, oh mein Gott, hier läuft der Defender Antivirus, obwohl wir den noch gar nicht konfiguriert haben. Also davon nicht irritieren lassen. Ja, exakt. Es ist lustigerweise einer der meisten Cases gerade, die geöffnet werden. Ich habe einen Third-Party-Antiviren. Programm und kann den Built-in Windows Defender nicht ausschalten. Nee, Windows Defender Security Center ist nicht nur ist nicht nur der Antivirus. Aber sehr guter Punkt. Hatte ich übrigens vorgestern auch bei meinen Kunden. Sehr gut. Dann gehen wir Windows Hello for Business. Ja, wir können jetzt im Windows Hello for Business über das Intune die PIN zurücksetzen. Das war vorher nicht möglich. Und über Windows Desktop PCs jetzt auch über die Signed-in-Options. Das wäre, ich habe es leider bei mir in diesem Rechner nicht aktiv. Das ist das Update. Account, Sign-in-Options. Würde dann hier im Bereich Windows Hello auftauchen. Das nächste, was hier direkt auch neu ist, ist der Dynamic Lock. Ein sehr spannendes Feature, wo ich einstellen kann, dass nach einer gewissen Inaktivität das Gerät sich sperrt und das Ganze auch noch mit Companion Devices kombinieren kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen USB-Stick, NUMI, und sobald ich den aus meinem PC rausziehe, sperrt das System automatisch sofort. Das heißt, wenn ich meinen Platz verlasse, ist auf doppelte Weise sichergestellt, dass der PC gesperrt ist. Ein sehr spannender Punkt. So, Windows Update for Business. Auch hier haben wir einige Änderungen drin. Moment. Und zwar haben wir unter, nee, das ist das Security Center. Das ist, wenn man so viele Tabs auf hat. Das kennt ihr wahrscheinlich. Settings. Update und Security Advanced Options. Haben wir jetzt hier eine wunderschöne Oberfläche, wo wir das Ganze konfigurieren können. Mit Current Branch for Business für den User. Ich kann jetzt hier sagen, wie lange ein Feature-Update pausiert werden soll. Auch sehr schön hier mit der Combo-Box für 365 Tage. Kann man sich drüber streiten, ob es sich noch optimieren kann. Und wie lange die Quality-Updates pausiert werden sollen. Oder deferred werden sollen. Deferred, nicht pausiert. Pausiert ist unten.
Ganz wichtig, für die Kollegen oder für die Leute da draußen, die jetzt hier nicht wissen, was ein Feature-Update ist, die Eselsbrücke ganz simpel. Ein Feature ist neuer Code. Neuer Code kann nur kommen mit einer neuen Version. Das heißt, ein Feature-Update ist ein In-Place-Upgrade, das heißt ein sehr langer Installationsvorgang. Ganz simplifiziert beschrieben. Ein Quality-Update, Qualität, Qualitätssicherung sind die Security-Updates und auch die normalen Updates, die monatlich reinkommen, um Security-Löcher zu schließen und/oder Performance-Bugs zu beheben. Oder also Performance und Bugs zu beheben. Da ist aber quasi diese Oberfläche schon wieder veraltet, muss man ja dazu sagen. Ja. Denn der Current Branch heißt ja dann gar nicht mehr Current Branch, sondern Semi-Annual Channel. Schieß mich tot, ich Ja. kann es mir auf Teufel komm raus nicht merken. Ja. Ich weiß nur, dass die Abkürzung SAC heißt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist ein Problem, womit wir PFEs immer zu kämpfen haben. Wir müssen immer unsere linke und unsere rechte Wange hinhalten beim Kunden. Immer wenn es darum geht, warum ändert ihr denn so viel und so oft die ganzen Services und Technologien und die Namen, warum könnt ihr das nicht einfach mal so lassen? Ja, interessanterweise entsteht das oft in den Marketingabteilungen, die das für besser oder für psychologisch leichter verständlich halten. Und das obliegt nicht immer Technikern. Das erklärt natürlich auch, warum die es so oft ändern. Also Techniker wird das nicht tun. Und ja, also jetzt ein bisschen böse gesprochen, aber wir sehen natürlich auch das Leid mit den ganzen Namensänderungen. Technisch bleibt es aber sogar identisch. Heißt, es kommt immer noch eine aktuelle Version heraus, die Semi-Annual. Das heißt, zweimal im Jahr ist es angetriggert. Dann kommt der Ritterschlag. Der Ritterschlag heißt demnächst Ready for Broad Deployment. Der kommt nach 3 bis 5 Monaten. Jetzt kommt aber das Spannende. Jetzt habe ich schon gesagt, nach 3 bis 5 Monaten. Ändert sich dadurch die Laufzeit meiner Supportability? Nein. Man hat endlich eine Entscheidung getroffen, die das Ganze deutlich leichter macht und deutlich leichter erklären lässt. Ein Zyklus von einer Version ist 18 Monate supported. Punkt. Kein Wenn, kein Aber, also mindestens 18 Monate. Also je nachdem, wenn die Devs halt langsamer sind, wahrscheinlich so, also in den ersten Malen wahrscheinlich sogar länger als 18 Monate. Aber es ist eine Info, mit der man arbeiten kann und auf die man auch wirklich schnell die Prozesse abbilden kann. Ja, das Ready for Broad Deployment kommt jetzt nach 3 bis 5 Monaten, das verändert aber nichts an den 8 Monaten. Heißt, wenn das 17.03 jetzt heute schon die Reife hätte für Ready for Broad Deployment, also für Enterprise-Kunden, Current Branch for Business vorher, dann hätte es jetzt schon diesen Monat theoretisch zum Ready for Broad Deployment ernannt werden können. Es ist nichts anderes als ein Ritterschlag, damit es bei Business-Kunden dann installiert wird. Heißt nicht, dass man als Enterprise-Kunde das zu dem Zeitpunkt machen muss. Das heißt, man muss sich natürlich als Enterprise-Kunde überlegen, eine Strategie, wann deploye ich welche Versionen, sollte natürlich die Current Branch auf jeden Fall mit deployen, um da Infos zu sammeln, was läuft und was läuft nicht. Desto früher ich die Info habe, desto besser kann ich darauf reagieren und dann das Ganze automatisiert aufzubauen. Wir hatten, glaube ich, auch im letzten Talk ein bisschen über Servicing Plans gesprochen. Deswegen, wenn dazu noch Themen sind im letzten Geek-Sprech mit mir, haben wir da noch ein bisschen mehr darauf eingegangen, sind wir da noch ein bisschen mehr darauf eingegangen, insbesondere auch mit Express-Updates und so weiter. Weiter im Programm. Windows Insider for Business ist auch eine der Top Anfragen von meinen Enterprise-Kunden. Und zwar möchten meine Enterprise-Kunden, sie haben dazugelernt, Windows as a Service, verstanden, im Insider Preview Branch die Feature-Bewertung machen. Halleluja! Denn ein Insider Preview Branch ist immer zweigeteilt. Das heißt, in dem ersten Teil werden die neuen Features entwickelt, das heißt neue Technologien, neue GPOs und so weiter, wandert alles rein. Und im zweiten Bereich oder im zweiten Teil
folgt die Qualitätssicherung. Das heißt, es wird auf Bugs getestet, es wird unterschiedliche Szenarien durchgespielt, Performance-Test gemacht und so weiter. Heißt aber, nach der Hälfte der Zeit kann ich als Enterprise-Kunde mir den Insider-Preview-Branch anschauen, kann mir die neuen Features anschauen und kann mir überlegen, ob ich sie brauche oder nicht. Oder ob ich sie in dieser Version installieren möchte oder nicht. Denn das ist eine wichtige Entscheidung. Ich muss natürlich schon vorher überlegen, welche Features ich installiere, weil diese Features können theoretisch Anforderungen haben. Nehmen wir als Beispiel, Hello for Business hat jetzt mit dem 17.03 die Anforderung, wenn man es komplett on-premises abbilden will, ADFS 2016. Ich könnte mir jetzt das Hello for Business anschauen, im Insider Preview, und könnte dann darüber entscheiden, möchte ich es haben, und wenn ja, wir brauchen ADFS 2016. Der ist noch nicht da, gut, dann müssen wir warten, bis er da ist. Das war übrigens einer der Themen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Also ganz wichtig beim Hello for Business, wenn aktuell Planungen sind, im 17.03 das einzusetzen, nochmal einen Blick auf die Requirements setzen. Die wurden etwas überarbeitet. Dann gehen wir jetzt auf das Insider-Programm for Business ein. Insider.windows.com. Hier kann ich mich anmelden. Und zwar, das sieht man jetzt hier rechts schon, vorher war es immer ein Microsoft-Account und jetzt geht es auch mit Organizational Account. Erste Anforderung war von meinem Kunden immer, hey, Microsoft Account ist das gleiche wie ein Consumer Account oder ist ein Consumer Account. Man sieht es da schon beschrieben, SkyDrive, Xbox Live, Outlook.com. Ja, das ist nichts für ein Enterprise gedacht. Aber wie kann man es dann abbilden? Und da kommt jetzt das Organizational Account ins Spiel. Das heißt, mit einem bestehenden AAD, das heißt, entweder mit einem voll auf AD auf AAD gelegtes System oder auf ein hybrides System, wie fast alle Kunden momentan einschlagen, kann ich jetzt mein AAD-Konto hinterlegen, ein Admin-Account zum Beispiel, und kann jetzt mich da eintragen für das Insider-Preview. Das Schöne ist, dass ich jetzt Moment, ich zeig das mal. Settings. Windows Insider Preview Programm, hier unten ist es. Hier habe ich jetzt noch meinen alten Microsoft Account hinterlegt. Hier oben steht Stop Insider Preview Builds. Wenn ich das allererste Mal das Ganze aufmache, dann steht da Start Insider Preview Builds und dann fragt er mich, wie hier man sieht, Microsoft Account oder Organization Account. Das heißt, ich kann hier mein AAD-Konto hinterlegen. Das ist in der Regel das gleiche, die gleiche E-Mail-Adresse, die ich sowieso gerade verwende. Zumindest Best Practice ist so. Und das, dann würde hier mein AAD-Konto auftauchen. Also zum Beispiel david.dasneves@microsoft.com. Und dann kann ich das Ganze hier drüber steuern. Als weiteren Punkt habe ich dann hier auf der Feedback-Seite einen zusätzlichen Reiter zu meiner Organisation. Das heißt, ich sehe dann das gesamte Feedback, was von meiner Organisation gegeben wurde. Und das, man sieht hier auch dann direkt den wesentlichen Unterschied. Ich kann einerseits einmal von meinem Unternehmen mir das Feedback ansehen, was denn meine Kollegen alle abgeliefert haben, und kann das versuchen zu reproduzieren und kann auch sogar darauf bewerten und das Ganze hochvoten. Und Microsoft, also wir, sehen das Ganze auch. Ich zeig das mal schnell. Da ist das tolle Feedback-Hub. Und wir sehen hier einen Block Triage und Response. Und in diesem Triage und Response kann ich jetzt in allen Feedbacks von meinen Kunden die aktuelle Bewertungsrate sehen. Man sieht da, dass 63% aller Feedbacks aktuell bewertet wurden. Und das gleiche habe ich dann auch für mein Unternehmen, wo ich mir das Ganze anschauen kann. Und Feedback, das jetzt durch AAD-Konten, also das jetzt über Enterprise-Konten oder sogenannte Organizational Accounts platziert wird, wird auch separat bei uns im System geführt.
Das Ganze ist eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ich habe mit dem Program Manager, vom Program Manager dazu mal einen Workshop gehabt. Das Ganze wird über eine KI aufgebaut. Jedes Feedback wird anhand von Keywords versucht zu kategorisieren und wird dann später nochmal manuell in die entsprechenden Kategorien gepackt. Zusätzlich haben User selber die Möglichkeit, hier entsprechende Fehler hochzuvoten. Und das Ganze wird über die KI selber auch nochmal hochgevotet, je nachdem, wie viele Keywords da drin sind. Also wenn da zum Beispiel steht doppelte USB-Laufwerke, dann wird doppelt und twice und alles, was in die gleiche Kategorie fällt, auch da hinterlegt und nochmal manuell überprüft, ob das wirklich matcht, ob das wirklich passt. Und dann sieht man nämlich wirklich aus der Schnittmenge aller Votes, was denn dabei rausgekommen ist. Ich durfte mir nämlich immer von meinen Kunden anhören, ja, Feedback habe ist schön und gut, aber das Feedback geht bei euch in ein Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus. Nein, wir reagieren darauf und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, denn in diesem Feedback Cup haben wir auch immer diese Top-Liste, die Top 10. Und alles, was ich sag mal über 100 Votes hat, wird immer von einem Program Manager auch klassifiziert oder vom einen Team von einem Teammember aus der relevanten Gruppe einmal vorqualifiziert und gegebenenfalls auch Kommentare drunter geschrieben, wie man das intern weiter behandelt und es wird dann in die entsprechende Roadmap gepackt und auch verarbeitet. Was ich hiermit jetzt sagen will, wenn ihr Probleme habt im Enterprise-Umfeld oder auch privat, tragt das Feedback ein. Es wird wirklich bewertet und es hat einen Impact. Und 100 Votes sind meiner Meinung nach nicht sehr viel. Das gleiche gilt für User Voice. SCCM User Voice ist ein Paradebeispiel. User Voice ist das gleiche im Forum Ansicht. Und da kann ich auch meine ganzen Punkte eintragen. Alles über 100 Votes wurde von der Produktgruppe selber kommentiert und angefasst und nahezu immer auch in die Roadmap gepackt. Fragen dazu von euch? Das ist eine echt spannende Erkenntnis, dass es so, oder spannende Info, dass das so granular dann auch bei Microsoft behandelt wird, wenn hier an der Stelle Feedback eingetragen wird. Oder Feedback ja, zurückgegeben wird. Ja, eingetragen im Prinzip. Und ich meine, das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Punkte. Ich war bei vielen Kunden und dann kam immer oft die Frage, okay, ich habe jetzt meine Tester, meine Application Holder, die testen jetzt mein neuestes Bild, Current Branch oder Insider Preview meinetwegen. Wie kann ich den jetzt sicherstellen oder wie sammle ich jetzt das Feedback ein? Und jetzt mit dem AAD-Konto habe ich die Möglichkeit dazu. Was meine Kunden immer fragen, und das ist vielleicht eine andere Herangehensweise daran, ist quasi auch da ist es so, dass wir uns in großen Enterprise-Umgebungen befinden und die Idee ist eben, dass ein IT-Admin oder eine Gruppe von IT-Admins ein Insider-Bild vorqualifiziert. Ja. Und dann quasi freigibt für die breite Masse der Tester, in dem Sinne eben vielleicht jemand aus der Verwaltung, vielleicht jemand aus dem Marketing und so weiter. Das ist jetzt mit der Lösung leider immer noch nicht so, ne? Nee. Das heißt, die hängen genauso an dem Insider-Ring dran, wie eben die anderen Kollegen auch. Aber man könnte es natürlich über die Insider-Ringe Ja, regeln, genau, ne? über den Slow und den Fast Ring könnte man es Ja. theoretisch eingrenzen. Mhm. Alternativ, ja, nee. Ja, also man könnte mit der Pause ein bisschen arbeiten und mit den anderen Einstellungen ein bisschen arbeiten. Dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf den Fast Ring, dann ziehe ich mir die Version und dann stelle ich wieder um auf Slow Ring. Ja. Und dann warte ich, bis der immer noch im Fast Ring geblieben ist, das Go gibt und dann stelle ich wieder um auf den Fast Ring. Theoretisch ist ein bisschen getrickst, aber man kann das auf jeden Fall abbilden. Also was ich mit meinen großen, also ich bin bei sehr großen Kunden jetzt reingekommen für das Windows as a Service-Thema. Und da haben wir dediziertes Team oder dedizierte Ressourcen, sage ich jetzt mal freundlich, also dedizierte Personen, die sich das Insider anschauen und validieren, vorvalidieren. Dann erst
in einer Art virtuellen Maschine für die Tester zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Tester sind die zweite Instanz und die Tester sind nichts, also die Tester sind nichts anderes als die Application Holder. Und die Application Holder muss jeder für sich seine Applikationen, die ihm gehören, dann auf der Instanz testen. Und das Feedback wird wieder gemerged mit der Central IT. Und dann haben wir schon mal im Vorfeld direkt die Hinweise, sind da potenziell Sachen, die gefährlich sind oder die uns Probleme machen könnten. Und diese Herangehensweise finde ich eigentlich sehr gut, weil wir das natürlich sehr früh machen. Wir machen das Ganze schon im Insider Preview. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir sogar noch im Current Branch noch Zeit, um darauf zu reagieren. Denn Applikationskompatibilität ist ein ganz komplexes Thema, das wir aber gerne in einem anderen Geek-Sprech mal gerne erläutern können, weil da auch sehr viele Fragen dazu immer kommen. Ja. Gut. Dann, ja, no, Erik, hast du noch was? Kurze Frage, wie viel haben wir denn noch? Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 15. Ja, also wir machen, Jetzt müssen wir es ein bisschen straffen. ja, wir sind am Ende, also Ah, okay. wortwörtlich, wir sind voll am Okay, Ende. okay, okay. Nein, also Microsoft Edge, beziehungsweise die neuen GPOs und der Windows Defender Application Guard. Oh, mein Aufregerthema. Ja, Oh. das war auch für uns PFEs nicht sehr schön, weil im Marketing wurde sehr schön Werbung dafür gemacht. Hey, Windows Defender Application Guard kommt in 17.03, ist Thema. Ich gehe mal eine weiter. Ist sehr spannend. Das heißt, dass die gleiche Technologie oder die gleiche Verteidigungsstrategie wie im Credential Guard nutzen wir auch im Edge. Heißt, jeder Tab bzw. jede untrusted Site wird dann einen eigenen Container gestartet und wenn diese untrusted Site irgendwas kaputt macht, also wenn es Malware enthält, dann macht sie halt den Container kaputt, aber nicht unser Betriebssystem. Die Idee, spitze. Ja, absolut. Nun ist es leider so, die GPOs, die haben es reingeschafft, aber die Technologie wurde kurzfristig nicht mit reingenommen in das 17.03 und es wurde leider zu wenig kommuniziert, dass es rausgeflogen ist. Das ist jetzt etwas, was ich da auch zugestehen muss. Warum ist das passiert? Man hat in den letzten Testzyklen erkannt, dass mit Hyper-V aktiviert und mit virtuellen Maschinen aktiviert, das erhebliche Performance-Probleme verursacht. Und der Entschluss war dann da, gut, wir gehen den Weg, wir lassen das Feature draußen. Dafür schieben wir es auf die nächste Version und wir riskieren nicht, dass unsere User eine Version bekommen mit irgendwelchen Bugs oder Problemen und ziehen da den letzten Nothebel im Prinzip. Nicht schön gelaufen. Die GPOs, wie gesagt, die waren halt in den ADMX-Files schon drinne, bevor dieser Nothebel gezogen wurde. Aber in dem aktuellen Insider-Preview Branch ist es mittlerweile reingekommen. Und das Schöne ist jetzt, durch das Windows as a Service Modell, gut, es hat es in der letzten Branch nicht reingeschafft, das nächste Branch kommt 17.09. Das ist in 3 Monaten, sagen wir mal 4, immer mit der 1 Monat Karenz, die wir ja immer so ein bisschen dazwischen haben. Das heißt, gut, dann haben wir es in 4 Monaten und können damit jetzt im Insider Preview Branch schon testen und uns überlegen, ob wir es nutzen wollen. Ich da schon einen eigenen Blogpost drüber geschrieben, kann ich auch in die Shownotes mit reinhängen, wo ich das mit dem Insider-Ring auch mal getestet habe und mal geschaut habe, was schon funktioniert und was ich schon testen kann und wie das so auf mich wirkt. Hängen wir in die Shownotes. Sehr gut, vorbildlich. Kannst du ja mal, musst du mir hinterher noch mal zeigen, wie es funktioniert. Sehr gut. Dann haben wir auch einige neue GPOs. Eine der wichtigsten oder einer der Top 1 für 17.03 ist Keep Favorites in Sync between Internet Explorer und Microsoft Edge enabled. Was er tut, ist genau das. Er synchronisiert die Favoriten zwischen den Edge und den EE, egal ob die Dinger offen sind oder nicht, live. Hat den massiven Vorteil. Die Idee ist ja mit dem Edge und mit dem EE,
Der IE soll für alte Kompatibilitätszwecke genutzt werden und der Edge soll für moderne Webseiten genutzt werden. Ich erkläre es immer anders. Ich sage immer, der Edge sollte für alle Webseiten genutzt werden, die im Edge laufen, weil der Edge im Unterbau erheblich mehr Sicherheitsfeatures hat. Und das sind nicht die, die man kennt, sondern das ist im Unterbau. Und der IE sollte wirklich nur dann genutzt werden, wenn er genutzt werden muss. Und jetzt hat man zwei Browser in Benutzung, zwei Lesezeichen. Ich stelle in den einen Browser das Lesezeichen XY ein, jetzt muss ich in den zweiten Browser wieder alles nachpflegen. Und das Ganze wird mit dieser GPU einfach erschlagen. Ein sehr schönes Thema und was uns auch wieder starke Abhilfe schafft. So, ich schau mal schnell, ob ich hier durchgehen kann. Also wir haben Express-Updates sind nun voll übers SCCM mit 1703 supported. Das haben wir auch im letzten Geek-Sprech drüber gesprochen. Da ist ja die Anforderung des 1703 gewesen. Und das absolut wichtigste Thema, bevor wir überhaupt zum Ende kommen können, die Applikationen kommen nicht mehr wieder. Uhu! Unglaublich, aber wahr, wir haben es doch geschafft. Bitte vorsichtig sein, also von 16.07 auf 17.03 kommen sie noch wieder, weil im 17.03 kommt erst der Mechanismus, um zu speichern, welche Applikationen deinstalliert waren oder unprovisioned waren. Und dann von 17.03 auf, ich sage jetzt mal 17.10 oder 17.09, dann wird erkannt, hey, das war vorher nicht drauf, das soll auch nicht nochmal drauf kommen. Sehr gut. Sehr. Damit ist uns viel Leid genommen. Ja. Und zwar das Skript hier sieht man noch von Michael Niehaus, der uns mit seinem Skript da gut ausgeholfen hatte. Windows Diagnostics Data. Wir haben eine ausgesprochen umfangreiche Informationssammlung veröffentlicht, welche Telemetriedaten gesendet werden mit Basic Level. Für Enterprise-Kunden ist es auch möglich, unter NDA-Voraussetzung alle Level auszulesen, das heißt, oder zu erfahren. Das heißt, man wird auch erfahren dann im Enhanced und im Full Level, was denn da alles gesendet wird und kann sich die Daten dort beschaffen. Also wenn es Themen zu Telemetrie da gibt, auf den Technical Account Manager zugehen und oder den PFE, der eventuell beim Unternehmen arbeitet, um da das entsprechend in die Wege zu leiten. Wir haben eine Übersicht für die Group Policy Settings, das heißt, welche Group Policies haben sich geändert. Was auch sehr wichtig ist. Und im Bereich Windows Analytics hätten wir die Upgrade Readiness, die ich aber heute streichen würde und einfach auf das nächste Mal schieben würde, weil wir Genau. sonst das Ganze sprengen würden und wird hier jetzt einen Cut machen. Genau. David, herzlichen Dank. Es war wie immer eine Freude mit dir. Du hast auch uns wieder ein paar neue Informationen und Dinge gezeigt und gesagt. Wir freuen uns immer sehr, dass es klappt. Und ich denke, die Zuhörer, Zuschauer auch in dem Format sind hier voll auf ihre Kosten gekommen. Super, Dankeschön. super, absolut. Vielen Dank. Macht's gut. Und Bis dann. danke, Bleibt uns bis dann fürs gewogen. Zuhören. Ciao. Tschüss.